Der Magie zu Ehren, guter Freund. Ich glaube, ich bin euch einige Antworten schuldig. Nun, mehr oder weniger. Mein Ansinnen war es, mit allen Begabten zu sprechen. Aber wie es aussieht, seid ihr nun die einzige Überlebende. Ihr müsst mir glauben, dass ich von diesen Bestien nichts wusste. Es sollte ein sicheres Treffen werden, ein... Nein, wir haben jetzt keine Zeit für lange Reden. Hört zu. Ich leite eine, nun, spezielle Vereinigung, die sich der Orden nennt. Ihr habt mit Sicherheit noch nie davon gehört, denn diese Vereinigung ist verboten und wird verfolgt. Wir haben es uns nämlich zum Ziel gemacht, den wenigen Begabten unseres Landes die Kunst der Magie zu lehren. Magie wird von den meisten Menschen als etwas Unheimliches und Böses gesehen. Und es ist nicht mehr erlaubt, sie zu benutzen, seit der Kanzler Baratheon uns regiert. Da aber unser Wissen bewahrt werden muss, führten wir die Ausbildung fort, dem Verbot des Kanzlers zum Trotz. Natürlich im Geheimen, denn kein Außenstehender darf davon erfahren. Und so ließen wir all jenen, die begabt sind und die Kunst der Magie ausführen können, einen Brief zukommen. Ihr habt auch einen bekommen. Ja, ihr seid einer dieser Begabten. Es ist eine seltene Gabe, die ihr in euch tragt. Nur wenige können das arkane Gefüge der Welten antasten. Und noch weniger wissen von ihrem Glück. An diesem Ort hier glaubten wir uns sicher vor dem Kanzler. Es gibt kaum einen Abgeschiedeneren im Tal. Deshalb sollte hier unser Treffen mit den Begabten stattfinden. Aber anstatt ihnen von ihren besonderen Fähigkeiten zu erzählen, haben wir sie unwissentlich in den Tod geschickt. Das Schicksal hat uns übel mitgespielt. Doch wenigstens ihr seid noch am Leben. Daher mache ich euch nun ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Ich biete euch an, euch unserem Orden anzuschließen und die Künste der Magie zu erlernen. Bitte lehnt nicht ab. Denn wenn ihr es tut, wisst ihr zu viel und könntet die Sicherheit des Ordens gefährden und damit eure eigene, wenn ihr versteht. Tretet ihr uns nun bei? Obwohl, nun ja, genau genommen habt ihr überhaupt keine Wahl. Die Frage war eher rhetorischer Natur. Ich kann euch mit dem, was ihr jetzt wisst, ganz unmöglich gehen lassen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass diese Aufnahme eine große Ehre bedeutet und euch den Weg zu großer Macht bereitet. Seht es also bitte nicht als Bürde an, zu uns zu gehören. Euch wird kein Nachteil daraus entstehen. Als erstes müssen wir jegliche Aufmerksamkeit von euch ablenken, damit ihr ungestört eure Ausbildung beginnen könnt. Ich gebe euch eine Nachricht. Sie trägt das Siegel des Kanzlers und darin steht, dass ihr für die Armee eingezogen wurdet. Natürlich nur zum Schein. Überreicht die Nachricht eurem Meister Aratornias in der Abtei von Tirin. Er wird denken, ihr würdet in der Armee dienen und euch nicht hinterher schnüffeln. Dann kommt in das Magiersanktum. Ihr kennt diese Anlage bestimmt. Schließlich habt ihr sie täglich von der Abtei aus gesehen. Es ist der aus weißem Stein gemauerte Turm auf dem Berghang im Osten des Tals. Hier, nehmt zur Sicherheit auch noch diese Wegbeschreibung. Besorgt euch etwas Ausrüstung und vor allem, meidet die Handlanger des Kanzlers. In Nerim herrscht Krieg. Und wenngleich dieser nur im Nordreich, weit weg von hier ausgefochten wird, so sind die Soldatenpatrouillen doch allgegenwärtig. Wenn ihr noch Fragen habt, besprechen wir sie im Sanktum. In Sicherheit. Kommt heil an und trödelt nicht zu lange. Ich erwarte euch.
Bleibt zurück! Niemand darf das Tor passieren. Hey, wenn ich dumme Sprüche brauche, werde ich Bescheid sagen. Aber jetzt habe ich ernstere Dinge zu tun. Magier! Die Bastarde tauchten ganz plötzlich auf. Owald ging hinaus, um sich nach ihren Angelegenheiten zu erkundigen. Da schlugen sie zu. Owald hatte keine Chance. Er war sofort tot. Barnik und ich konnten uns gerade noch rechtzeitig hinter den Minenwald zurückziehen. Jetzt harren wir hier aus, bis Verstärkung aus der Hauptstadt Erutin eintrifft. Also, bleibt dem Tor fern! Hey, hier da! Seid ihr gerade von da oben gekommen? Da ist doch nur die alte Mine. Ihr habt euch sicherlich verlaufen, stimmt's? Nun ja, leider habt ihr euch da keinen guten Ort zum Verlaufen ausgesucht. Vorerst kommen wir von hier nämlich nicht weg. Die Wachsoldaten haben die Tür verschlossen und wollen sie nicht wieder aufmachen, bis diese Magier da draußen weg sind. Auf der anderen Seite können wir die Zeit natürlich nutzen. Was denkt ihr? Ein paar schnell verdiente Münzen, ein wenig ehrliche Arbeit und ehe ihr euch's verseht, ist die Belagerung auch schon vorbei. Klingt doch gut, oder? Bei meinem Vorgesetzten Merre gibt's immer was zu tun. Er ist da in der Mine hinter mir. Soll ich euch hinführen? Gut, gut, folgt mir. Es ist nicht weit. Glück auf! Ich bin Merra und hier für das Verladen der Grubenfässer zuständig. Ich vermute mal, der gute Porim hat euch hierher geschickt. Ja, er tut eben alles dafür, alle möglichen Arbeiten auf anderer Leute Schultern abzuwälzen. Ha! Aber egal, irgendwo kann man ihn ja auch verstehen. Nun, da wir ja momentan hier festsitzen und uns diese Magier da draußen gewiss nicht gehen lassen, könnt ihr gerne mit anpacken. Wie schaut es aus? Gut zu hören. Wir hätten nämlich ein kleines Rattenproblem. Jetzt schaut mich doch nicht so an, verdammt nochmal. Sehe ich etwa so aus, als würde ich kreischend auf den nächstbesten Tisch springen, sobald ich eines dieser Mistviecher sehe? Ich weiß, was ihr denkt. Oh ja. Ihr denkt euch, dass es sicherlich kein Problem für euch ist, ein paar kleine possierliche Grubenratten zu erlegen. Aber ihr werdet doch nicht einfach hinlaufen und ein paar Mal mit eurem Schwertarm herumschlagen können und dann ist alles erledigt. Die Dinge hier verhalten sich etwas anders, als ihr es vielleicht von anderswoher gewohnt seid. Aber ich rede zu viel. Um es kurz zu machen, im Minenstollen dort rechts hinter mir haben sich die Plagegeister regelrecht eingenistet. Und das Problem dabei, sie zu beseitigen, besteht darin, dass sie ständig in ihre Höhlen flüchten. Es ist unmöglich, mehr als zwei von ihnen zu erschlagen, denn danach haben sie sich sofort wieder verkrochen und sind unerreichbar für mich oder für euch. Man müsste irgendwie die Löcher verschließen, in die sie flüchten. Ich habe keine Idee, wie man es anstellen könnte, wenn ihr es aber schafft. Nun, ich würde natürlich auch eine kleine Belohnung springen lassen. Klein, aber fein, glaubt mir. Also dann, der Stollen befindet sich rechts hinter mir. Verschließt irgendwie die Löcher und bringt den Rest der Brut auf die altbewährte Weise um.